So. Let's continue this. Ah oh Gott, königlicher Geheimgang war. Ah ja, stimmt. Ich habe gestern mit dem Riesenskelett gespielt, was mich einfach mal liebevoll geone-shottet hat. Da war ja was. Gut, diesmal buddeln wir den nicht aus. Hat man beschlossen. Wie sonst noch oben in der Höhle? Lass mal gucken. Das sind Leuchtsteine, ne? Das sind nur Leuchtsteine. Erzkram nehmen wir mit. Noch Waffen? Waffen. Das nehmen wir mit. Da hinten ist noch irgendein Weg. Ne, ihr geneigt da hinten den Weg einfach mal zu. Zu bödeln. Symbol? Wo ist das? Und da bin ich gekommen. Wo wir hier lang kommen. Fitkröte. Oh boy. Du siehst ja lustig aus. Das Vieh ist ja mal voll lustig, nicht? Jetzt mal überhaupt wissen, ob ich an dem Vieh Schaden machen kann irgendwie. Komm hier. Der Reisebogen ist nichts Großartiges. Reisebogen, okay. So. Steinsalz. Julian Helm, hä? Huh? Okay. Das scheint ja fast schon das Ende der Höhle zu sein. Beziehungsweise des Geheimgangs.
Also basically alles, was hier unten ist, ist der Dicke. Außer es geht da hinten noch rum, wo wir... Ah, glaube ich fast nicht. Ah, das war's dann. Geht hier auch noch weiter. Okay. Die Höhle nimmt auch einfach kein Ende. Was geht, Marcel? Steine? Das sind hier natürlich keine. Ich geh erstmal hier rüber. Du bist krank und fällt ab mit Work. Will ich wissen, warum du arbeitest, wenn du krank bist? Glaub nicht. Ich habe das Gefühl, die Antwort ist chronische Unterbesetzung oder so. Diese Höhle muss doch einfach mal aufhören, oder? Weil deine Kollegin die Woche auf dem Atlantik ist. Ist das Zionat? Feuerstein. Und wenn nur weil irgendwie in Urlaub ist, musst du dich doch nicht kaputt arbeiten. Was ist das denn? Bevor ich hier irgendwas mache, speichere ich, weil die können mich wahrscheinlich one-shotten. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass sie mich one-shotten. Ups. Was ist das? Dann können wir auch noch eben... wo habe ich ein Juliengras? Wo ist mein Gras? Mein Gras ist alle. It's bad. Leucht bittet uns auch. Aber keinen Schaden, wa?
Kannst du mal still stehen bleiben? Danke. Okay. Die Waffe ist also so gut wie durch. Eigentlich wollte ich morgen krank melden und zum Mars, aber gerade eben den Anruf bekommen, dass ich morgen um 12 Uhr eine Antwort geben muss, ob wir Hotelzimmer buchen aus dem Angebot, das ich Freitagnachmittag erst bekommen habe. Fun! Erwarten die, dass ihr am Wochenende arbeitet oder wie funktioniert das? Gehen wir mal eine Systematik. Hier bin ich reingekommen. In der Höhe ist das Teil von der EU-Vergabe. Was hast du mit EU-Vergaben zu tun? Wieder dieses typische, ja, aus Mangel ist halt so. Habe ich schon gelootet. Was haben wir hier? Zwölfer, ha? Huh? Ich habe eigentlich genug Zwölferlanzen. Na, weißt du was, wir können das Schwert hier wegschmeißen. Das frage ich mich seit 3 Jahren. Mach mal eine Fortbildung, Lul. Kannst du ja in deiner Freizeit machen, stell dich mal nicht so an. Alles für den Job. Die Leute sind bescheuert. Wer ist hier nicht? Mehr ist hier nicht. Gut. Na, ja, lass den Leuchtstein mitnehmen. So. Wie bin ich hier nochmal reingekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab schon keine Peilung mehr, wie ich irgendwie hier reingekommen bin oder nicht. Ja, warum sollte man noch jemanden einstellen, den man noch gescheit bezahlen kann, wenn der EG7 Depp das auch macht? Ja, das klingt halt hart, aber an sich müsstest du den sagen, nee, mach ich nicht. Klingt halt blöd, aber... ist halt doch schon pretty derby. Oh, was ist da drüben? Was, das geht nicht? Das geht. Das scheint zu gehen.
Klingt halt so praktisch umsetzbar. Oh du. Ich dachte einfach nichts mehr zu. Ich habe gelernt, je mehr man irgendwie von irgendwem erwartet, desto. Das ist ein. Heutzutage ist gefühlt alles Arsch. Ist egal, was du machst. Oh, guck mal, noch mehr Steine zum Kaputtkloppen. Alter, wie weit ist diese Höhle? Das ist halt nicht mehr normal, ne? Könntest du bitte. Du sollst ja die kaputt schlagen, nicht da rumkriegen. Egal, es ist wie es ist, ne? Habe ich hier oben jetzt schon kaputt geschlagen? Ups, das wollte ich nicht. Sind wir jetzt hier gelandet? Ist hier schon wieder irgend so ein Ding drunter? Nö, so viel zu dem Hammer. Ist ja, dass du Stück und Stück unmotivierter wirst. Wenn du so weitermachst, landest du schneller als dir lieb ist im Burnout. Wir sind echt keine Steine, willst mich verarschen. Ja, guess bomben wir das denn? Was haben wir hier? Games, die denke ich. Hier gibt es noch eine zweite Seite zu. Es ist natürlich gut, dass hier keine Sonne oder so ist, deswegen stehen die halt immer wieder auf. Hat sich der Stein gerade bewegt oder hab ich Hallos? Rausgefunden, warum sich der Stern bewegt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh.
Aerotonika? Ja. Helia-Rüstung. Cool. Damit habe ich das ganze Rüstungsset zusammen. Let's see. Ja, das ist das komplette Set. Ich vermute mal auch, das war's hier unten. Also bis auf das komische Skelettvieh. Aber da habe ich halt nicht ansatzweise die Ressource, das zu killen. Naja, lass mal wieder hier hoch. Wer bist du? Oh. Du hast an einen Ort wie diesen. Der Abgrund vom Schlosshörl ist hier ganz in der Nähe und ist nicht ungefährlich, weißt du? Auch dieser Schrein könnte möglicherweise gefährlich sein. Ach so, das ist die gefährliche. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut, das ist die Tussi, die man sagt: Oh, Vorsicht, der Schrein ist gefährlich. Was ist eigentlich der Plan? Ich meine, ich weiß, hier oben ist Dingsküche. Ja, hier oben ist wie Mord und Totschlag. Da habe ich jetzt überall nicht so wirklich Lust drauf. Wir könnten einfach mal hier oben weiter. Ich meine, da ist ein Stall, ne? Da ist ein Stall. Ich habe noch immer noch keine Ahnung, was das hier oben ist. Also, lass mal eben zum Stall gehen. Und dann gehen wir da einfach mal hoch. Dein Plan, ich will da, oh Shiny. Das ist nicht verkehrt. Okay, ich muss Frostschild anlegen, weil sonst friere ich mir den Arsch ab. Das hat Frostresist. Reicht das? Das ist schon genug. Okay. Welche Richtung war das da oben? Ist das eine fucking Fairy? Das ist eine fucking Fairy. Shit-Pferd. Shit-Pferd. Ein Versuch wert. Dann noch einer? Gibt's doch nicht. Wo haben die ganzen Pferde her? Ich hab auf jeden Fall keine Lust auf morgen. Ich hab eigentlich keine Lust auf die ganze Woche, wenn ich ehrlich bin.
Und das, weil ich weiß, dass diese Woche basically nichts passieren wird. Außer, dass ich mich zu Tode langweilen werde. Ist doch chillig. Na. Ich hab gern was zu tun. Ich bin so dieser weirde Typ, der gern irgendwie, ne, an seinen Arbeitsplatz kommt und dann liegt da einfach ein Haufen an Shit, der irgendwie bearbeitet werden muss. Ich immer noch keine Ahnung, wie du die Fucker faltest. Und eigentlich würde ich das gern fighten. Aber hey. Können gern tauschen, so war ich früher auch. Damals, als du noch motiviert warst. Ja, ich glaube, bei euch hat das weniger was mit Motivation zu tun. Ich will keine Welt. Vor allem mit diesem widerlichen Miasma, die von Monstern beherrscht wird. Meine Fähigkeit, Kleidung zu verbessern, ist sinnlos. Es ist zwar etwas beengt, aber da will ich. Okay. Beruhigende Klänge eines Horns vernehme. Ich habe überlegt, in der Nähe eines Stalls umzuziehen, um meine Fähigkeiten Reisenden angehen zu lassen. Aber bis ich die beruhigende Klänge eines Horns vernehme, kriegt mich hier niemand raus. Hast du wenigstens gemarkt auf der Map? Ne, natürlich nicht. Horn und Stall. Dann lass doch mal eben wieder zum Stall runter. Vielleicht hat da irgendwer eine Nebenquest oder so. Ich habe echt keine Lust auf euch. Lasst mich in Ruhe. Aber den ganzen Nebel, den Stall zu sehen, ne, ist eine Kunst. Schon wieder Blood Moon? Die Frequenz, mit der Blood Moon auftaucht, ne, ist ridiculous. Irgendwer irgendeine Quest. Hier hatte das mit dem Pferd. Hier drin irgendwer. Was mit dir? Oh. Das ist keine Quest. Ihr habt alle keine Quest. Ich erinnere mich an den einen Typen mit. Oh, warte, wie hieß der? Das Pferd. Wie hieß die Quest? Hier, Marones in der Patsche war das, glaube ich, ne? Ne, das ist Sesamen. Angriff Vorräte, eroberte Zelt. Wo ist das eroberte Zelt? Oh, einfach nur die Straße rauf, das kriegen wir hin. Es gab irgendeinen Typen. Shit, ich finde es nicht mehr. Ich kann mich an den einen Typen, an den einen Trompetenhainer erinnern, der, irgendwie meinte, dass Dingsikirch, ne? Wir verstehen uns. Deswegen machen jetzt erstmal die ganzen Stall-related Quests. Ist ja gut, dass ich immer mehr Quests encounter, die einfach so richtig kacke sind. Bist du Freund oder Feind?
Schneebrille größer rollen. Gesundheit. Ein offener Kampf gegen Monster ist zu gefährlich, aber mit einem ordentlichen Schneeball kann man die gut überrumpeln. Ich roll jetzt nicht irgendwelche Schneeballe durch die Gegend. Oh, stupid Wizard, verpiss dich. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt. Ja, Blutmond, bla bla. Ich will sterben jetzt, weil die Blutmond. Okay. Es ist nicht wirklich evil, es ist einfach nur alles. Der Mount an Blutmonden, die ich bisher hatte, ist halt crazy im Gegensatz zu Breath of the Wild. Oh wow. Wenn ich das einfach mal im Gegensatz zu Breath of the Wild sehe. Ich meine, ja, da hattest du auch ab und zu mal. Dieses Pferd macht mich wahnsinnig. Hattest du halt ab und zu mal Blutmond, aber hier habe ich es halt gefühlt super häufig. Mal hier. Oh Gott, was habt ihr für ein Blödsinn drauf? Das war kein Headshot. What the fuck machst du da? Gib mir dein Schwert, das sieht lustig aus. Autsch. Beta-Kling. Achso, das war ein verrostetes Schwert, was so viel Schaden gemacht hat. Natürlich. Weich auch ja nicht. Okay. Da oben drauf, ja? Ja, cool. Warum scrollt mein Dings eigentlich nicht? Oh, jetzt betrunken ist cool. Na, dann dödeln wir doch mal langsam nach da oben. Ich brauche gar nicht nach da oben dödeln, da steht nur der Quest-Heino. Habe ich ja fast schon gedacht. Da oben drauf ist nur der Quest-Heino. Beim Transport von Vorräten aus dem Stall des Schneelands im Dorf der Oni wurde der Hack vom Monster angegriffen. Solange die Monster Hack bedrohen, kann es seine Reise nicht fortsetzen. Hilft aus dem mystischen Lager. Meint das Lager unten? Warte, ich muss mal eben mit dem Problem. Wenn es das Monsterlager unten ist, dann haben wir ein Problem. Dann kriege ich mich nicht weg. Also könnte ich wahrscheinlich schon, aber das wird ein bisschen dauern.
Nur um dich zu erinnern, wo wolltest du hin? Ich habe keine Ahnung. Ich meine so die nächsten beiden Objectives, die mir so im Kopf vorschweben. Eigentlich sind drei, sind es drei Objectives. Das eine ist, irgendwo rechts oben Richtung Goron, whatever, dödeln. Oh, das ist hier rechts oben irgendwo. Dann maybe diese Untergrundquest machen. Oder wir bewegen uns hier irgendwo runter, weil hier irgendwo müsste, ich glaube hier müsste irgendwo Kakariko sein. Oh, stimmt, der hatte die Flugmonster, die ihn angegriffen haben. Ich erinnere mich. Ja, richtig, der will die da oben weg. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ja gut, das ist dann für später, okay. Weißt du, wo ich eigentlich hin wollte? Hier hin. Jetzt, wo du sagst, ich wollte gucken, was das da oben ist. Okay, wir gehen hier runter, sammeln unser Pferd ein, gucken, was das hier ist, und wenn das nichts ist, reiten wir und gucken mal, was hier in dem Gebiet ist. Sonst komme ich nämlich nie voran. Ich meine, erobertes Zelt können wir machen. Das ist auf dem Weg. Das lasse ich noch so gerade durchkommen. Warum macht der Karte nicht auf? Weil du hast. Wo ist mein Pferd? Lass den Lizard in Ruhe. Komm ihm nicht zu nahe, sonst. Dieses Pferd wird mich immer noch töten. Irgendwann. Dauert nicht mehr lang. Hier war halt nur die blöde Quest mit dem Zelda, mit Zeldas goldenem Pferd. Aber dafür müsste ich Captain Dreihorn killen. Aber ihr seid respawned? Achso, ja, war ja Blood Moon. Wait a second. Oh ne, das Zelt ist noch ein bisschen weiter hier. Ich dachte, die sind das für das Zelt, aber ne. Söders goldenes Pferd sind hier aus Bayern. Ja, ist okay, Pferd. Verdammt. So, hier haben wir anscheinend ein Zelt besetzt, ja. Moshi Moshi. Wie viel Schaden hat er gerade gemacht mit einem Schlag?
don't do this. What up, Ravi? How's Honky treating you? Wakey, wakey. Can we go back to bed, please? Just bep all the time. Ja. Weißt du was, wenn ich jetzt schon mal hier in der Höhle bin, können wir auch Höhlen erkunden machen. Ich gehe davon aus, dass ich die Quest eh wieder bei den beiden abgeben muss und die stehen am Stall. Wenn hier überhaupt viel zu erkunden ist, außer so ein paar Pilze. Wir sehen nur ein paar Pilze. Hier ist ja gar keine Höhle wirklich. Was ist das denn? Das sind irgendwie Schätze, das One Piece oder irgendwas, ne? Bei dem Menü hattest du das zu Hogwarts Legacy mitbekommen? Was? Weil ich habe schon länger nichts mehr gehört von dem Game. Ich bin allerdings auch ehrlich gesagt nicht so auf dem Laufenden geblieben. Hier ist halt nichts dran. Oh! Die Höhle geht nach oben. Das erklärt, warum ich hier unten nichts finde. Switch Release ist auf November verschoben. Und? Ach komm mal, Kletter. Weißt du was? Fuck you. Wo ist mein... Wenn du nicht willst, dass ich da hochkletter, dann katapultiere ich mich da halt selber hoch. I got a rocket in my pocket and I know how to use it. In den Fangruppen wird geholfen wie sonst was. Ja, weiß das nicht? Hä? Das war doch von Anfang an klar, dass das, Shit. Fuck. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mir so hart in den Kopf bonk. Aber okay, dann klettern wir halt doch, überredet. Mein Steinklemmer noch? Ah, da ist mein Steinklemmer. Wirklich. Weil wenn das Steinklemmer nicht geht, müssen wir halt ein bisschen gröbere Varianten auspacken. Berries. Oh, hi. Neat. Ich meine, das ist halt das Internet, ne? Also, was soll ich dir sagen? Wenn du lang genug suchst, wirst du überall jemanden finden, der weint. Weiter. Ah Gott, falsches Menü. Nee, anscheinend gehst du nur hierfür da rein. Okay. Was hab ich denn da an der Wand kleben lassen? Oh, eine Bombe. Okay. Auf der anderen Seite ging es nicht hoch, oder? Scheint nicht so, okay. Dann teleporten wir mal eben zurück nach hier. Du sollst dahin porten.
Motherfucker. Achso, stimmt. Ich kann ja nicht direkt zum Stall porten. Wo sind die beiden Nerds? Stehen die immer noch hier unten? Die stehen hier immer noch. Monster sind Geschichte. Ich bin ja so erleichtert. Ohne uns auszurichten würden wir das nie finden. Was sucht ihr überhaupt? Ich will keine scharfen Dampfpilze. Deshalb verraten wir jetzt auch, wie versprochen, was das ist, wonach wir suchen. Und nur das kurze Woche wieder nach dem Pilzheiligtum. Durch Zufall kamen wir in den Besitz einer alten Pilzenzyklopädie. Aha. In der frühere Besitzer folgendes gekritzelt hat. In Shutas Territorium in der Nähe eines Teiches in Hebra wabert Dampf. Am Ursprung des Dampfes befindet sich das von Licht erfüllte Pilzheiligtum. Okay. Ein Teich mit waberndem Dampf. Pff, ich habe keine Ahnung. Haben wir irgendwo eine heiße Quelle gesehen? Ich bisher nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste, ne. Jetzt muss man eben ein bisschen Auto walken, weil ich muss mir eben eine Message schreiben. Nicht mich angreifen, das ist unfair. Oh, das ist eh nur so. Warum wollen die Wölfe eigentlich immer irgendwas von mir? Weil ich nicht. Was ist das denn für ein Router? Bitte, bitte. Wie viel HP hast du? Oh, deshalb. Holy shit, dude. Knallt der einfach mal in Pferd zur Seite. Was ist das denn? Hier muss ich mich irgendwann mal hinsetzen und kochen.
Pferd, please stop it. Geradeaus. Danke. Das ist eigentlich ein riesen... Ach so, hier unten sind die Ruinen, okay. Das ist die Frage, rechts oder links? Hier geht's, glaube ich, zurück zum Schloss, das will ich, glaube ich, nicht. Okay, channel mal dein Skyrim Pferd. Wir müssen da hoch. Channel dein inneres Skyrim. Los. Come on. Dann halt nicht. Das ist also dieser weirde Cube, hä? Huh? Oh, hallo, Korok. Ja, das war kein Korok? Okay. Da ist auf jeden Fall das. Ist hier unten... Oh, das ist unten und oben. Interessant. Ich meine, ich könnte darüber, aber das stinkt halt wie Lull. Komm hier rüber und du kriegst aus dem Maul. Und zwar nicht nur ein bisschen. Kein Korok hier? Hm. Ich guess der Schrein da drüben mit ist. Und hier sehe ich jetzt nichts wirklich Spektakuläres, nennen wir es mal. Sehe den Schrein hier. Ich sehe da hinten den Turm. Ich sehe... Oh, that doesn't look good. What the fuck is this? Müssten da nicht eigentlich so ursprünglich mal Lost Woods gewesen sein oder so? Bin ich 100% sicher. Kikakun. Guter Name. Licht im Dunkeln. Wirklich? Ich brauche Schlüssel. Kann ich nicht auch einfach... Oh Gott, wo sind die?
An Leuchtpilze würden gehen, die will ich aber nicht. Ich will eigentlich. Ich habe überhaupt kein volles Inventar oder so, ne? Quatsch. Haha. Das war die Side Chest. Was? Oh. I see. Muss das sein? Sagen, das war ein bisschen sus hier. Achso, stimmt, ich kann ja nicht klettern. Eigentlich wüsste ich ja gar, was hier sonst noch alles ist, ne? Chests sind hier drin. Ich dachte, ich krieg noch mehr Schlüssel. Das hätte ich jetzt alle mit der Taschenlampe machen sollen, ja? Wait a second. Das ist eine viel coolere Idee. Scheinwerferschild. Ich nehme das dann mal mit, ne? Okay, Schrein down. Und das da habe ich auch markiert. Keine Ahnung, wo das ist, das ist mir ja. Wir holen uns erstmal den Turm und dann gucken wir weiter.